Für die Auswahl einer passenden Softwarelösung für Ihren Betrieb müssen Sie für die einzelnen abzubildenden Aufgaben unterschiedliche Festlegungen treffen und Prozesse definieren. Auf diesem Weg möchten wir Sie mit dem Handwerkerhaus begleiten. Jede der in der Software abzubildenden Aufgaben hat einen eigenen Platz im Unternehmen. Natürlich gibt es auch Abhängigkeiten zwischen den unterschiedlichen Aufgaben bzw. eine Abarbeitungsreihenfolge. Wie zum Beispiel hier, von der Konstruktionszeichnung zur Simulation der Ausführung. Oder vom Einkauf über die Buchhaltung bis hin zur Ausgangsrechnung. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk und dem Handwerkerhaus können Sie die einzelnen Aufgaben systematisch aufnehmen, den Abteilungen zuordnen und Abläufe festlegen. Ebenso können kritische Abläufe bildlich dargestellt werden. Auch nötige Schnittstellen zu Maschinen dürfen nicht vergessen werden. Unter Zuhilfenahme von Formblättern werden gezielt Fragen zu den einzelnen Abläufen und Aufgaben gestellt und für die weitere Bearbeitung schriftlich festgehalten und die Ergebnisse auf die Karten des Handwerkerhauses übertragen. Die Wichtigkeit für das Unternehmen sowie der Zeitraum zur Umsetzung wird schriftlich festgehalten. Somit entsteht ein Abbild des eigenen Betriebs und des geplanten Vorhabens, mit dem auch die Mitarbeiter und somit das Kapital des Betriebs informiert und auf dem Laufenden gehalten werden können. Die Ergebnisse der Aufnahme werden nun gemeinsam mit dem Betriebsinhaber in einen Anforderungskatalog für Softwarelösungen übertragen. Auch hier helfen vorformulierte Fragen und Felder zu einem strukturierten Übertrag der im Handwerkerhaus aufgenommenen Aufgaben und Abläufe. Die Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk unterstützen Sie dabei.